Wenn du in Aktien, Immobilien oder ETFs investierst und davon überzeugt bist, dass du deine Altersvorsorge perfekt aufgestellt hast, hast du dir sicher auch schon mal ausgerechnet, wie viel du jeden Monat zum Leben brauchst. Vielleicht sind das 1200, 1500 oder 2000 Euro. Und ich nehme an, du hast dir auch das Ziel gesetzt, dass du diese Lebenserhaltungskosten, die du jeden Monat hast, eines Tages mit deinem Kapitaleinkommen decken kannst, damit du einfach nur mehr die Sachen machen kannst, die du wirklich machen willst. Ich selbst habe mir übrigens genau das gleiche Ziel gesetzt, bin heute aber noch weit davon entfernt. Wenn es dir genauso geht und du heute dieses Ziel noch nicht erreicht hast und du eben aktuell noch auf dein Einkommen aus deiner beruflichen Tätigkeit angewiesen bist, weil deine Lebenserhaltungskosten höher sind als dein Kapitaleinkommen, wie zum Beispiel aus Mieteinnahmen, Kursgewinnen oder Dividenden, solltest du jetzt unbedingt dranbleiben und das Video bis zum Ende anschauen, damit du einen großen Fehler vermeidest. Ich war letzte Woche beim Friseur und er hat mich gefragt, was er machen soll. Ich habe ihm gesagt, naja, Haare schneiden. Er so, naja, aber wie will ich es haben? Wie lang sollen die Haare sein? Wie sollen die Übergänge sein? Wie viel Millimeter? Und ich habe zu ihm gesagt, mach's mal einfach auf die Seiten kurz und oben ein bisschen länger. Während dem Schneiden haben wir uns dann kurz so unterhalten und er hat mir gesagt, er findet das extrem cool, dass mir meine Frisur so vollkommen egal ist. Bei ihm ist das ganz anders, er muss da wirklich viel Zeit investieren in seine Frisur. Und das höre ich ziemlich oft in meinem Umfeld, dass Leute zu mir sagen, sie finden das cool, dass mir alles so egal ist. Nicht nur meine Frisur, sondern auch Kleidung, mein Auto, Schmuck ist mir vollkommen egal, Dekoration in der Wohnung. Das, was andere über mich denken, ist mir vollkommen egal. Also mir sind wirklich sehr viele Sachen komplett egal, die sehr vielen Menschen nicht egal sind. Jetzt könnte man denken, mir ist ja alles egal. Aber das stimmt natürlich nicht. Die wenigen Dinge, die mir nicht egal sind, habe ich extrem genau definiert. Und diese Werte sind mir nicht nur wichtig, sondern extrem wichtig. Das ist zum einen mal meine Gesundheit, Freunde und Familie. Die Freiheit und Sicherheit, die jeder von uns in Österreich genießt. Alle Tiere, mit denen wir uns die Welt teilen und die Welt, so wie sie heute ist und dass sie auch noch für die nächsten zigtausend Generationen so ein geiler Ort sein wird wie für uns heute. Und was mir auch noch extrem wichtig ist, sind meine Finanzen und meine finanzielle Sicherheit. Deshalb investiere ich selbst auch in Aktien, Immobilien und ETFs. Weil ich ganz klare finanzielle Ziele habe und dazu zählt zum Beispiel auch die private Altersvorsorge. Jeder Mensch, der mir sagt, dass er keine private Altersvorsorge hat und sich voll und ganz auf den Staat verlässt, der kann mir nicht erzählen, dass ihm seine Finanzen und seine finanzielle Sicherheit wichtig sind. Und wenn du aktuell noch nicht von deinem Kapitaleinkommen leben kannst und du noch auf dein Arbeitseinkommen angewiesen bist, und dich bei der Absicherung von deinem Arbeitseinkommen auch voll und ganz auf unseren Staat verlässt, dann ist das genau das Gleiche. Damit meine ich jetzt aber nicht das Arbeitslosengeld, sondern wirklich, wenn du deinen Job aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben könntest. Ich weiß, man kann sehr viel für die Gesundheit tun. Das mache ich selbst auch. Wie gesagt, mir ist meine Gesundheit nicht egal, sondern ich lege sehr viel Wert drauf. Ich ernähre mich gesund. Ich mache regelmäßig Sport. Ich trinke fast keinen Alkohol. Ich habe natürlich eine private Krankenversicherung und ich gehe auch regelmäßig zu Kontroll- und Vorsorgeuntersuchungen. Aber leider weiß ich auch, dass nicht alles in meiner Hand liegt, was meine Gesundheit betrifft. Und es könnte passieren, dass ich meinen Job als Versicherungsmakler aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann. Und weil mir meine finanzielle Sicherheit sehr wichtig ist, verlasse ich mich für den Fall eben nicht auf unsere Sozialversicherung, weil das wäre ungefähr das Gleiche wie bei der Altersvorsorge. Ich habe meine Lebenserhaltungskosten mit einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung abgesichert und diese Versicherung werde ich mir so lange behalten, bis ich eines Tages wirklich mein Ziel erreicht habe und von meinem Kapitaleinkommen leben könnte. Ich weiß, es macht viel mehr Spaß, das Geld in Aktien und Immobilien zu investieren, anstatt Versicherungsprämien zu zahlen, aber nur so hat man wirklich finanzielle Sicherheit. Ansonsten steht der ganze Vermögensaufbau, den du betreibst, auf einem extrem instabilen Fundament. Und wenn du das Video bis daher gesehen hast, hoffe ich wirklich sehr, dass du dein Vermögen auf einem stabilen Fundament aufbaust und dir eine private Berufsunfähigkeitsversicherung holst, falls du aktuell von deinem Vermögen nicht nachhaltig leben könntest.
Jetzt ist es allerdings nicht so einfach, den richtigen Anbieter zu finden, weil bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung kommt es auf sehr viele Details im Kleingedruckten an und die Anbieter unterscheiden sich auch stark von den Kosten. Mein Name ist Christoph Hofstetter, ich bin Versicherungsmakler und Vermögensberater und habe mich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema befasst und weiß ganz genau, worauf es bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung ankommt. Wenn du unten auf den Link klickst, findest du ein Video mit näheren Infos und kannst dich dort auch eintragen für eine kostenlose Online-Beratung mit mir persönlich. Falls du jetzt noch skeptisch bist und du dir denkst, ich will dir ja nur was verkaufen, solltest du unbedingt mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Dort erkläre ich in einem Video nämlich auch, dass es mir in einer Beratung nicht ums Verkaufen geht, sondern darum, dass meine Kunden die richtigen Versicherungen haben. Es würde mich freuen, wenn wir uns bald persönlich kennenlernen in meiner Online-Beratung. Falls nicht, hoffe ich trotzdem, dass du dir die richtigen Versicherungen zulegst. Dazu gehört höchstwahrscheinlich auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ich hoffe, dass du deine finanziellen Ziele erreichen wirst und niemals eine Leistung aus deiner Berufsunfähigkeitsversicherung brauchst. Vielleicht bis bald. Ciao, ciao. Dein Christoph Hofstetter.